Ich werde immer wieder gefragt, wo es dieses Jahr hingeht mit meinen Touren. Und ich kann immer nur antworten, ich weiß das selbst nicht genau. Ich habe zwei Ideen und ja, ich denke mal, ich muss mich so langsam mal etwas intensiver mit beschäftigen. Jedenfalls, mein Gedanke ist es, im Juni oder Anfang Juli nochmal so eine Tour zu machen wie vor zwei Jahren. Eine kürzere Tour, die ungefähr eine Woche dauert oder 9 Tage. Und dann im Spätsommer, Mitte August, dann nochmal 2,5 Wochen. Ja, also ich muss mich da nochmal intensiver mit beschäftigen. Und ja, die Routenplanung an sich ist immer für mich eher so ein lästiges Thema. Ich habe immer so das Gefühl bleibt, ja, ich habe vielleicht nicht die richtige Strecke geplant. Ich habe ein Highlight vergessen. Und ich glaube, da leidet auch so etwas die Spontanität, weil ich mich doch dann oft anders entscheide. Ja, und bei der Planung, der gesamten Planung, steht dann auch nicht mal das E-Bike dann an zweiter Stelle, sondern ja, an erster Stelle ist eigentlich die Aufnahmetechnik für mich immer ganz interessant. Und deswegen gibt es auch bei mir bald was Neues oder es gibt was Neues. Ja, da habe ich doch gut den Bogen gespannt jetzt. Ja, hier ist ein Päckchen reingekommen. Hashtag Werbung. Ja, ich mache auch mal wieder Werbung. Muss einfach sein, ich muss den Bums ja auch am Laufen halten. Jo, also was ist gekommen? Ich habe, ja, ich bin aktiv auf die Firma Insta360 ja, zugegangen. Die sind nicht auf mich zugegangen, nein, ich habe die irgendwann mal angeschrieben und ja, das hat jetzt letztendlich 2 Monate gedauert. Also wenn ihr die jetzt ganz regulär kauft, dann ist sie natürlich schneller da. Und ich habe von so vielen gehört, dass die Kamera so geil sein soll, also aus erster Hand. Ich habe ja auch so ein bisschen Kontakte direkt mit dem. Ich bin jetzt ganz froh, dass sie gekommen ist. Die ist schon jetzt seit 2 Wochen da. Ich habe sie noch nicht ausgepackt, weil das, diese Vorfreude, das wollte ich mit euch zusammen. Ja, okay, ich weiß, der Stuhl könnte man Anstrich vertragen, aber ich stehe auf diesen Chevy-Look. Sorry. Ja, was ist drin? Also erstmal hier so ein Stativfuß, den kann man hier aufklappen. Den habe ich schon seit 3 Jahren in Benutzung. Ich liebe das Teil. Den schraubt man dann einfach unter diesen Selfie-Stick. Den habe ich hier auch schon seit 3 Jahren in Benutzung, aber ich brauche den zweiten. Ich habe den auch schon einigen empfohlen. Die sind auch super happy damit. Also das Ding kann ich ganz klar empfehlen. Ist auch nicht teuer. Also die beiden in Kombination, ihr seid happy. So, jetzt kommen wir mal hier noch ein paar Akkus. Und hier ein Kolbschuhhalter. Das braucht man, wenn man den Mikrofonadapter benutzen will. Aber das habt ihr sicher schon gesehen. Hier ist die Ace Pro. So, hier sind noch andere Sachen zu besorgen. Quickshot-Geschichte, dann ein GPS-Empfänger, da wird dann das Bild übertragen, das ist super geil, bin ich echt gespannt. Fast Charger, Akku, SD-Karte und hier ist noch so ein Mount. Vertikaler Mount, um hochkant zu führen. Super. So, werde ich mal das Ding schnell auspacken. Oh, ich bin da richtig aufgeregt. Also ist die Pro-Version, also ist gerade echt günstiger, ne? Also würde ich gerade da auch sofort zuschlagen, auch an eurer Stelle, falls ihr sowas macht überhaupt, sonst macht das natürlich keinen Sinn. Na, wie geht denn das Ding auf? Ist das magnetisch? Ja. Oh. Nein, doch. Also das ist euer Auge, euer zukünftiges Auge, das sage ich euch. Da guckt ihr durch. Ja. Das Besondere an dem Teil ist ja dieses klappbare Display, sodass man sich vorne groß sehen kann. Ja, alles Weitere später. Die Kamera hätte ich mir spätestens jetzt auch gekauft, weil es gibt nämlich aktuell einen Summer Sale. Der läuft jetzt allerdings nur noch 2 Tage. Ich bin relativ spät dran. Also zum jetzigen Zeitpunkt sind es noch 3 Tage. Also müsst ihr euch ranhalten, falls ihr auch so eine Kamera haben möchtet. Bestellt den gerne über meinen Link. Man kann den, oder ihr könnt den natürlich auch woanders kaufen. Aber wenn ihr über den Link bestellt, ihr kennt das Spiel, dann kriege ich auch so eine kleine Provision und jo, gibt mir einen zusätzlichen Rückenwind. Ne? Ja, also wie gesagt, das läuft noch bis Mittwoch 9 Uhr, soweit ich das errechnet habe. Jo, ich werde die Kamera jetzt erstmal in Ruhe testen und dann wird es noch ein kurzes Review geben.
Also ich werde jetzt nicht auf alle Details eingehen, da gibt es genügend Videos schon online, aber ich werde auf die Punkte eingehen, die für mich wichtig sind, die, genau, die eventuell oder mit Sicherheit, da bin ich von überzeugt eigentlich, die andere Actioncam ablösen wird. Also in dem Sinne, danke fürs Zuschauen und fürs Verständnis. Vielen Dank und denkt an den Summer Sale 9 Uhr, 9.15 Uhr oder 9 Uhr am Mittwoch. Ciao, ciao.